Sechstes Kapitel: Die Aufzeichnungen des Kapitäns. Wir kamen rasch voran und hielten bald vor Dr. Livesys Tür. Die Fenster auf der Straßenseite waren alle dunkel. Mr. Dance sagte zu mir: Spring ab und klopf an die Tür, und Dogger half mir vom Pferd. Im selben Augenblick aber wurde bereits vom Dienstmädchen geöffnet. »Ist Dr. Livesey daheim?« fragte ich. »Nein«, antwortete sie, »er ist schon am Nachmittag nach Hause gekommen, gegen Abend aber wieder weggegangen, zum Schloss hinauf. Mr. Trelawney, der Squire, hat ihn zum Abendessen eingeladen.« »Dann müssen wir auch dorthin«, sagte Mr. Dance. Diesmal stieg ich nicht wieder aufs Pferd, da der Weg nur kurz war. Ich hielt mich bloß an Doggers Steigbügelriemen fest und lief mit ihm bis zum Parktor und dann durch die lange winterlich kahle Allee bis zu dem weißen Herrschaftshaus, das im Mondlicht vor uns auftauchte. Dort stieg auch Mr. Dance aus dem Sattel und ging mit mir in das Haus, das uns nach kurzem Pochen geöffnet wurde. Ein Diener führte uns durch einen mit Teppich belegten Gang in die Bibliothek. Zahllose Bücher waren da in mächtigen Schränken aufgestellt. Zu beiden Seiten des Kamins saßen der Squire und Dr. Livesey, jeder mit einer Pfeife in der Hand, und plauderten. Ich hatte den Squire noch nie so aus der Nähe gesehen. Er war ein großer Mann, über 6 Fuß hoch, entsprechend kräftig gebaut und hatte ein kühnes Gesicht. Man merkte es ihm an, dass er auf seinen vielen Reisen weit in der Welt herumgekommen war. Seine dunklen Augenbrauen waren keine Sekunde ruhig, und man dachte bei seinem Anblick unwillkürlich, er müsse ein sehr temperamentvoller Mann sein. »Kommt nur herein, Mr. Dance«, sagte er in freundlichem, aber befehlendem Ton. »Guten Abend, Dance«, rief der Doktor und nickte uns zu, »auch dir einen guten Abend, Jim. Welcher gute Wind bringt euch hierher?« Mr. Dance straffte sich und erstattete in militärischer Haltung seine Meldung. Es klang, als ob er sie auswendig gelernt hätte. Die beiden Herren hörten ihm zunächst nur mit geringer Aufmerksamkeit zu, aber schon nach wenigen Sätzen lauschten sie gespannt, blickten einander bedeutungsvoll an und vergaßen vor Eifer und Aufregung sogar das Rauchen. Als sie hörten, wie meine Mutter und ich zum Admiral Benbow zurückgegangen waren, schlug sich Dr. Livesey begeistert auf die Schenkel, und Mr. Trelawney rief: »Bravo, bravo!« Und noch ehe Mr. Dance mit seinem Bericht fertig war, sprang der Squire vom Stuhl auf und lief erregt im Zimmer hin und her. Und der Doktor hatte seine weiß gepuderte Perücke abgenommen, als ob er auf diese Weise besser hören könnte. Mit seinem kurz geschnittenen, dunklen Haar sah er höchst sonderbar aus. Endlich war Dance mit seiner Meldung zu Ende. »Das habt ihr ausgezeichnet gemacht, Mr. Dance«, meinte der Squire in wohlwollendem Ton, »und was diesen alten Piraten betrifft, so hat er gewiß 100-fach den Tod verdient. Auch dieser junge Hawkins ist ein tüchtiger Bursche, das muss ich sagen. Willst du einmal an der Glocke ziehen, Jim? Mr. Dance wird gerne mit uns ein Glas Bier trinken.« »Und du hast tatsächlich das Ding, das die Kerle gesucht haben, bei dir?« fragte mich daraufhin der Doktor. »Ja, hier ist es«, antwortete ich und reichte dem Doktor das in Öltuch gewickelte Paket. Dr. Livesey besah es von allen Seiten, und man merkte, dass er es am liebsten sofort geöffnet hätte. Er tat es aber nicht, sondern steckte es schließlich ruhig in seine Rocktasche. »Squire«, sagte er, »Mr. Dance muss, wenn er sein Bier getrunken hat, wahrscheinlich wieder in seinen Dienst. Der kleine Jim Hawkins aber, den möchte ich gerne hier behalten, wenn ihr erlaubt. Er soll in meinem Hause schlafen. Vielleicht könntet ihr ihm etwas zum Essen bringen lassen. Er wird gewiss hungrig sein.«
»Selbstverständlich, lieber Doktor«, entgegnete der Squire. »Der Bursche hat sich wahrhaftig einen Leckerbissen verdient.« Dann wurde eine große Pastete hereingebracht und auf ein kleines Tischchen in der Ecke gestellt. Ich griff herzhaft zu und ließ es mir schmecken. Nach all den Aufregungen und Abenteuern war ich wahrhaftig hungrig wie ein Wolf. Die beiden Herren unterhielten sich indessen mit Mr. Dance, fragten ihn noch nach diesem und jenem, drückten ihm wiederholt ihre Anerkennung aus und entließen ihn nach einer Weile mit freundlichen Worten. »Und nun, Squire?« fragte der Doktor. »Und nun, Livesey?« sprach der Squire im gleichen Atemzug. Sie mussten beide lachen. »Nur schön der Reihe nach«, sagte der Doktor. »Ihr habt doch von diesem Flint schon einmal gehört.« »Gehört?« rief Trelawney. »Gehört, sagt ihr? Wer wüsste nicht, dass er der blutdürstigste Pirat war, der je zur See gefahren ist? Andere waren die reinsten Kinder im Vergleich zu ihm. Die Spanier hatten eine so entsetzliche Angst vor ihm, dass sie sich fast nicht mehr auszulaufen getrauten, wenn sie wussten, dass er in der Nähe war. Ich habe mit meinen eigenen Augen sein Segel gesehen, auf der Höhe von Trinidad war das. Und was glaubt ihr, was der Captain machte, mit dem ich fuhr? Umgekehrt ist er, der jämmerliche Feigling, umgekehrt ist er, so schnell er nur konnte, und zurückgefahren nach Port of Spain. »Nun, ich habe hier in England auch genug über ihn gehört«, sagte der Doktor. »Aber was die Hauptsache ist, hatte er Geld?« »Das will ich meinen«, entgegnete der Squire. »Habt ihr nicht aufgepasst, als Dance erzählte? Was hätten die Kerle sonst gesucht als Geld? Wofür sonst hätten sie ihre schmutzigen Köpfe riskiert?« »Nun, das werden wir ja bald wissen«, antwortete Dr. Livesey, »aber ihr seid ja so erregt, dass ich gar nicht zu Wort kommen kann. Was ich wissen wollte, ist dies. Angenommen, ich hätte hier in meiner Tasche den Schlüssel zu Captain Flints Schatz. Wird dieser groß sein?« »Ach, Doktor«, rief der Squire, »was für eine Frage! Ich sage euch nur so viel. Wenn wir wirklich das Geheimnis dieses Schatzes lüften könnten, rüstete ich auf der Stelle in Bristol ein Schiff aus, nähme euch und Jim Hawkins mit, und wir würden uns den Schatz holen, und wenn wir ein Jahr lang suchen müssten.« »Well«, sagte der Doktor, »dann wollen wir dieses rätselhafte Paket einmal öffnen, wenn es Jim recht ist, nicht wahr?« Damit legte er das Bündel vor sich auf den Tisch. Es war sorgsam in Öltuch eingenäht. Dr. Livesey musste sein Messer zur Hand nehmen und die Hülle auftrennen, worauf zwei Dinge zum Vorschein kamen, ein Buch und ein versiegeltes Papier. »Zuerst wollen wir uns das Buch ansehen«, meinte der Doktor und winkte mich von seinem Tischchen heran, damit auch ich an der spannenden Untersuchung teilnehmen könnte. Von prickelnder Neugierde erfüllt, beugten wir uns alle drei über das alte, abgegriffene Buch, das Dr. Livesey nun aufschlug. Am Anfang der ersten Seite befanden sich einige Kritzeleien, wie sie jemand macht, der eine Feder ausprobieren will oder der Langeweile hat. Darunter standen etliche Aufzeichnungen. Eine lautete genauso wie die Tätowierung am Arm des toten Kapitäns. »Viel Glück für Billy Bones«, stand da, und »Mr. B. Bones, Steuermann«. »Kein Ruhm mehr. Vor Pawn Key habe ich's ihm gegeben.« Manche Wörter und Schnörkel waren völlig unleserlich. »Ich möchte wissen, was er ihm vor Pawn Key gegeben hat«, dachte ich. »Höchstwahrscheinlich ein Messer in den Rücken.« »Well, daraus ist nicht viel zu entnehmen«, sagte Dr. Livesey und blätterte weiter. Die nächsten 10 oder 12 Seiten enthielten eine merkwürdige Reihe von Eintragungen.
Zu Beginn jeder Zeile stand ein Datum, am Ende eine Geldsumme, wie in einem Kassabuch. Dazwischen aber war anstelle eines erklärenden Hinweises nichts weiter als eine wechselnde Anzahl von Kreuzen zu sehen. Am 12. Juni 1745 zum Beispiel war ein Betrag von 70 Pfund eingetragen und davor standen 6 Kreuze. In einigen wenigen Fällen allerdings war auch eine Ortsbezeichnung angegeben, etwa auf der Höhe von Caracas. Oder auch die seemännische Bezeichnung nach Länge und Breite, wie 62 Grad 17 Minuten 20 Sekunden, 19 Grad 2 Minuten 40 Sekunden. Die Eintragungen erstreckten sich über fast 20 Jahre und die verzeichneten Summen wurden von Seite zu Seite größer. Zum Schluss war neben 5 oder 6 falschen Additionen eine Summe hingeschrieben und daneben standen die Worte Bones' Anteil. Daraus kann ich nicht klug werden, sagte Dr. Livesey kopfschüttelnd. Aber das ist doch klar wie Sonnenlicht, rief der Squire. Das ist das Kassabuch dieser Schurken und die Kreuze stehen für die Namen der Schiffe oder Orte, die sie versenkt bzw. geplündert haben. Die Summen am Schluss bedeuten Bones' Anteil an der Beute. Und wo er Unklarheiten befürchtete, fügte er, so wie hier auf der Höhe von Caracas, eine genauere Ortsbezeichnung hinzu. Gewiss haben sie dort ein Schiff ausgeraubt und versenkt. Gott sei den armen Teufeln gnädig, die sich darauf befanden. Tatsächlich, ihr habt recht, entgegnete der Doktor. Wie gut es doch ist, wenn man selbst gereist ist. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Und hier, seht ihr, die Anteile werden von Seite zu Seite größer, je höher der Bursche im Range stieg. Das Büchlein enthielt sonst nicht mehr viel Interessantes. Auf den Blättern weiter hinten standen lediglich einige Namen von Hafenstädten und den Abschluss bildete eine Tabelle zum Umrechnen von französischen, englischen und spanischen Münzen. »Ein geschäftstüchtiger Mann, das muss man sagen«, meinte der Doktor, »der hat sich nicht betrügen lassen.« »Kommt«, unterbrach ihn der Squire, »nun zu dem anderen. Öffnet jetzt das Papier.« Dieses war an mehreren Stellen versiegelt, und zwar hatte man einfach einen Fingerhut als Petschaft benutzt. Vielleicht war es derselbe Fingerhut gewesen, den ich in der Tasche des Kapitäns gefunden hatte. Als Dr. Livesey das Siegel mit großer Sorgfalt öffnete, fiel aus der Hülle die Kartenskizze einer Insel. Sie enthielt neben der Zeichnung alle notwendigen geografischen Angaben, die Längen- und Breitengrade, die Tiefe des Meeres, die Namen der Berge, Buchten, Flussmündungen, wie überhaupt alle Einzelheiten, die notwendig waren, um die Insel jederzeit auffinden und ein Schiff dort sicher vor Anker legen zu können. Das Eiland maß etwa 9 Meilen in der Länge und 5 Meilen in der Breite und die Form seines Umrisses glich beinahe einem dicken, aufrecht stehenden Drachen. Es gab 2 schöne, sichere Häfen und der höchste Berg in der Mitte der Insel führte die Bezeichnung Fernrohr. In der Nähe des Südufers war ein Blockhaus eingezeichnet. Verschiedene Anmerkungen waren offensichtlich erst später hinzugefügt worden, vor allem 3 saubere kleine Kreuze mit roter Tinte, 2 im nördlichen und eines im südwestlichen Teil der Insel. Neben diesem letzten stand in klarer Schrift, ebenfalls mit roter Tinte geschrieben, die Bemerkung »Hauptteil des Schatzes«. Auf der Rückseite des Blattes hatte dieselbe Hand noch folgende Anweisungen vermerkt. »Großer Baum, Schulter des Fernrohrhügels. Einstellung Nord-Nordwest bei Nord. Skelettinsel. Ost-Südost bei Ost. 10 Fuß.
Die Silberbarren liegen am Abhang des nördlichen Gipfels, 10 Strich südlich von der schwarzen Klippe, das Gesicht dieser zugekehrt. Die Waffen sind in dem Sandhügel nordnordwestlich von dem Kap an der Einfahrt des Flusses zu finden. J.F. Das war alles. Aber so kurz und unverständlich das Ganze für mich auch war, der Squire und Dr. Livesey gerieten darüber in helle Begeisterung. »Dr. Livesey«, sagte der Squire, »ihr müsst sofort eure Praxis aufgeben. Ich fahre noch morgen nach Bristol. In 3 Wochen, ach, was sage ich, in 2 Wochen, in 10 Tagen, haben wir das schnellste Schiff und die beste Mannschaft von ganz England. Jim kommt als Schiffsjunge mit. Er wird einen ausgezeichneten Schiffsjungen abgeben. Ihr, Livesey, seid der Schiffsarzt und ich bin Admiral. Und Redruth, Joyce und Hunter werden wir mitnehmen. Wenn der Wind günstig ist, dauert die Überfahrt nicht lange und die Insel zu finden wird uns nicht die geringste Schwierigkeit machen. Dann gibt es Geld, dass wir darin warten, dass wir es mit vollen Händen zum Fenster hinauswerfen können, wenn wir Lust haben.« »Mr. Trelawney«, entgegnete der Doktor, »ich will gerne mit euch fahren, auch Jim soll dabei sein. Das kann ich sicherlich erwirken, und er wird bei dem Abenteuer gewiss seinen Mann stellen. Nur vor einem Menschen habe ich Angst.« »Und wer ist das?« rief der Squire, »nennt den Kerl.« »Ihr seid es selbst«, erwiderte der Doktor, »denn ihr könnt eure Zunge nicht im Zaum halten. Bedenkt eines, wir sind nicht die Einzigen, die von diesem Papier wissen. Die Burschen, die heute Abend den Admiral Benbow überfallen haben, sind sicherlich verwegene Halunken, und die anderen, die auf dem Kutter geblieben waren, nicht minder. Sie werden ihren Kopf und ihre Seligkeit riskieren, um diese Aufzeichnungen und damit den Schatz in ihre Hand zu bekommen. Deshalb darf keiner von uns auch nur einen Augenblick alleine bleiben, bis wir in See stechen. Jim und ich werden bis dahin beisammen bleiben, ihr aber, Trelawney, sollt unbedingt Joyce und Hunter mitnehmen, wenn ihr nach Bristol fahrt, und keiner von uns darf auch nur ein Wort über unseren Fund verraten, nicht einmal seinem besten Freund.« »Livesey«, antwortete der Squire, »ihr seid doch immer der Klügere. Ihr habt vollkommen recht. Ich werde schweigen wie ein Grab, das verspreche ich euch